Ein wunderschönen guten Tagchen, moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge, ja zur nächsten Themenfolge, ja. Ja, wir sind immer noch HCR, ja, auch wenn der Bus jetzt rot ist. Ja, kommen wir nun heute zu Komm 23. Ja, heute fahren wir Komm 23 von der Knappenstraße nach Herne Bahnhof. Uns begleitet natürlich ein MAN NL 202, sogar, ich glaube sogar 222, ist natürlich hier der 202, aber die HCR hatte damals die 222er und sogar die 202er. Ich glaube sogar, dass der 23er sogar ein 202 war. Wir können auch mal gleich vorbeischauen. Wie gesagt, herzlich willkommen wieder zurück. Und ja, ich würde sagen, wir fahren auch gleich los, denn ich habe schon den Fahrplan eingestellt und so alles. Alles habe ich schon bereitgestellt und ja. Genau. Ja, so, wir gucken uns erstmal den Wagen von außen an. So sieht er aus, ne? Die Realwerbung. Ein süßer Bus. Lecker süß. Oh, riesig einkaufen. Ja, Real hat immer die besten Sachen. Auf jeden Fall. Also sieht der Bus aus. Die Werbung gibt es schon ewig nicht mehr. Also seit es diesen Bus nicht mehr gibt, gibt es auch die Werbung nicht mehr. So. So, da muss ich aber mal ganz kurz gucken. So, dann machen wir eben schon mal den Motor an. Mal gerade was gucken. Also das, was wir eigentlich hier fahren, ist auch ein A10er. Und ja. Genau, starten wir mal durch. Der kommt auch so ursprünglich aus den Jahren 1997, 1993. Warum kommt da jetzt der Kollege? So, schreiben wir mal auf hier. 323. Herne.
So, ach immer dieses Suche. 311er, klar, die gibt's hier. Ja, wollen die Leute aber trotzdem nicht einsteigen. Das steigen sie auch nicht ein. Gefunden. Ja, wir fahren um 32. 16:32, wir haben 31 Punkt, super geil. 32, wir fahren ab. So, meine Lieben, dann wollen wir mal. Falsch, 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 falsch. Nein. Entschuldigung. Ich hab mich da wohl. Ein bisschen vertan. Doch. Der geht aber auch ab. Also die Busse damals, die waren noch eigentlich ganz gut. Jetzt ist hier gut mit der Sonne. Ah! Herein, herein.
So, einmal wieder mal durch den Kreisverkehr. Ich liebe es ja so. Es wirkt. Nee, ich mag Kreisverkehr. Ganz so schön drehen. Ja, in der nächsten Folge fahren wir auch. Heute kommen zwei Folgen übrigens, die einmal. Und dann kommt noch eine Folge, weil es sind gestern. Gestern ist da eine ausgefallen. Und da werden wir nochmal die 312 zurückfahren. Und bei diesen Wagen, also kommen oder Wagen halt, kann man auch dann die Lackierung der HCR sehen. Ja, steig ein! Moin! Dosenkind. Genau auf den Punkt. Geil. Ich sage, ich liebe diese Fahrzeuge. So, hier sogar die Anzeigetafel. Funktioniert sogar. Minute 23. Ja. Oh, Geld. Wir können ja jetzt wie die Bugestra machen, die fährt da einfach hier gerade durch. Aber ich bin jetzt nicht mal so wie die Bugestra.
Der grüne Pfeil zeigt da, wir dürfen fahren. Ich glaube, wir sind pünktlich. Ja, möchte jetzt die 68 hin. Pass mal auf. Wann fährt die 23? Knappenstraße in 14 Minuten. Weil hier steht nichts über die. Ey, da hat man schon so viele Bildschirme hingebaut und dann funktioniert das nicht mehr richtig. Ja, muss ich auch mal den Fahrplan gucken. Wir fahren einmal ganz kurz hier weg, weil der Kollege möchte auch dahin. Mal nämlich kurz ein. Okay, hier steht schon jemand. Dann stelle ich mich mal ganz kurz hier hin. 44 sollen wir? In die Luft genießen. Ein bisschen komisch geparkt, ne? Ja, ein bisschen so, nicht ganz gerade, aber es ist halt jetzt noch für eine kurze Minute, weil der Kollegen gerne mit der Haltestelle flirten wollten. Dann fahren wir noch mal einmal hier an die Haltestelle an, um zu gucken, ob jemand noch rein möchte. In 2 Minuten fährt hier auch der Kollege. Ja, dieses schöne HCR-Logo gibt es jetzt schon seit 3-4 Monaten nicht mehr. Ja, was die HCR jetzt da gemacht hat, ist ja schon, ne? Ultra. Ach ja. Nur C2 ist hier. Aber lieber ältere C2s als neue, also als KMR. Also wenn hier nur KMR fahren würde, würde ich explodieren, glaube ich. Ich meine, was ich an KMR cool finde, ist einfach das Dashboard, ja. Und dass es einen Laminatboden gibt und so weiter. Die Sitze finde ich auf jeden Fall unbequem. Ja. Wie gesagt, und das Design, ja, hat sich auch nicht geändert. Da hat man einfach nur das Rot höher gesetzt und hat Grün heller gemacht. Ja, mache ich demnächst auch an meinen Körper, ja. Das Rot, ja, was ich, keine Ahnung, in meinen Mund habe, ja, die rote Zunge. Dieses Rot von der Zunge, ja, werde ich auch demnächst hier höher auf die Wange machen. Mal gucken, ob sich das dann auch anders aussieht. Ja, mein Gott, da macht man so wenig Arbeit, aber ich kann das auch total nachvollziehen, weil das kostet ja heutzutage alles Geld, ne? Das Ding ist halt, wenn du 3 Busse bestellst in dieser Lackierung, in die 300 Busse bestellst in dieser KMR-Lackierung, ja, gerade lackiert ist, 3 Farben, ja, mit diesen KMR-Sitzen und diesem das. Bezahlst ja nicht viel. Aber wenn du noch zum Beispiel schon, man hätte ja so ein bisschen wellenartig, ne, die Farben gemacht, so wellig. Hätte aber bestimmt auch Geld gekostet. Macht man da Design drauf oder so, lässt man das drauf, das. Ja, klar, kostet das Geld, ne? Ich weiß. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Was ist hier los? Achso. Was ist hier los?
Möchte noch jemand wirklich hier mit? Ja, komm bitte hier nach vorne. Dach. Wow. Kollege. Oh. Einmal so. Einmal wusch. Wusch die Musch. ja, der macht jetzt hier erstmal Pause. Es wird zu 29, glaube ich. Aber die Fahrgäste sind heute cool drauf. Wisst ihr auch warum? Ja, weil ich nichts höre. So, die Sonne ist jetzt im Hintergrund. Da können wir wieder. Oh, es ist grün. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht drauf geachtet. Dankeschön. Fürs Fahren. Also, je mehr ich diesen Bus fahre, desto mehr liebe ich ihn. Ne? Also, also den Gelenkbus liebe ich über alles. Ich weiß, die Dinger sind laut, ja. Aber ich finde die einfach nur geil, ja. Die Fahrart. Dieser Busse. Komisch, dass die Leute heute nicht mehr kommen. Wo ich auch hart gebremst habe. Grün. Oh, ich liebe diesen Bus. War schon damals cool, mit diesem NL 222 und NL 202 zu fahren. Noch in Jahre 11. Da muss man sich mal vorstellen. Bis Jahre 11, natürlich. Ich dachte, ich schaffe das noch. Ist da ein kleiner Huckel? Der ist da gerade so gehüpft. Ach Mensch, ich hüpf mal kurz. Blöp. Nächste Haltestelle.
Ach nee, das ist der Feste schon. Nächster Halt. Grange. Nee, jetzt kommt ja die Friedrich-Köck-Straße. Und dann kommt Grange. Fred Endrickhardt, genau. Nächster Halt. Fred Endrickhardt-Straße. Genau. Also diese Haltstellenname, den vergesse ich oft, weil, ja, ich fahre nicht so oft die 323. Und wenn ich sie mal fahre, dann wegen Weihnachtszauber, Granger Kirmes Aufbau oder Weihnachtszauber Aufbau oder irgendwas anderes, was dann hier auf dem Platz stattfindet. Oder auch mal so fahre ich die 23. Ja, zum Beispiel, ich habe vielleicht Lust, mal so eine Tour zu machen mit der 23. Einmal komplett mit, aber da möchte ich gerne Facelift erwischen. Von Hiltrop-Kirche, also von Herne Bahnhof nach Bickern, von Bickern nach Hiltrop-Kirche, von Hiltrop-Kirche nach Herne. Mohaha. Ja, habe ich geplant. Aber möchte ich auf jeden Fall den Facelift mal antreffen, weil mit Facelift macht das sehr viel Spaß, nach Hiltrop-Kirche zu fahren. Kann ich nur empfehlen. Früher bin ich mit NL222 hingefahren, mit MAN. Heute fährt man da mit C2 hin oder mit Facelift. Oder man fährt da schon mit den neuen Bussen, ne, hin. Oder Solaris noch. Früher ist man ja auch noch immer in Stadtbus gefahren, ne? Also es war eine Zeit, also. Es war damals eine tolle Zeit. Nächster Halt, Grange. Genau. Es war damals eine tolle Zeit und ja, jetzt irgendwie ändert sich alles im Negativen, ne? Hab ich so das Gefühl. Mein Dach. Grüezi. Grüezi und hallo. Boah, schön hinten Diesel. Da freuen sich die Grünen. Na, Anna, Baerbock, ist das gut so? Guck mal, da fährt ein schöner Dieseldampf rausgekommen. Guck mal hier. Da ist der Dampf. Da ist ja nicht Dampf. Dieselrauchwolke. Stadtlinie steht sogar oben drauf, geil. Erst man erkennt, dass es auch HCR ist, ne? Weil es ist überhaupt etwas ist. Die haben auch auf ihrer Werbung, normal steht dann ja trotzdem auf der Werbung noch neben HCR. Oder der Entwickler dieses Repaints hat das nicht hingeschrieben. Ja genau, er steht in mir, jawohl. Hör mal! Alter Schwede, ey, sind die dumm.
Ja, lässt sich ja noch Zeit dabei. Soll ich noch ein Eis? Soll ich dir noch ein Eis geben oder irgendwie noch was? Ja, dass du es schön genießen kannst, über die Straße zu gehen. Jetzt noch ein Foto vielleicht machen? Solche Leute hasse ich. Ah, sieht, da gibt es nicht nur eine Realität, gibt es auch einen Ormsee. In der Realität sind sie noch frech. Ja, wenn man sich dann noch als Fahrer aufregt, sind sie richtig frech zu dir. Meistens zeigen sie dann noch den Mittelfinger oder beleidigen dich, weil sie denken, das ist ja ihre Hut, ne? Meine Hut hier, ja, meine Straße gehört mir, ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin voll der König hier, ja. Er hat mir gar nichts zu sagen, ja, mit seinem großen Wagen da. Ja, so kommt es mir immer vor. Ich versuche hier gerade so ein gutes Bild zu machen. Och, jetzt ist die Fixsonne schon wieder hier. Mensch. Erstmal hat sie sich verpisst, ja, und jetzt kommt sie wieder. So, ab geht die Reise. Och, ja, das kennen wir ja, das Spielchen. Das wird jetzt an jeder Haltestelle wieder passieren. Ich glaube ich. Manni guckt schon raus. Du wärst mit ein paar Fliegen fressen. So, genau. Fahren wir ja noch durch die kleine Straße. Und dann sind wir auch gleich am Herne Bahnhof. Nicht mehr lange. Noch 10 Minuten, dann sind wir da. Kommt auf den Verkehr an, kommt hier auf die Fahrgäste an, wie schnell die sind. Kommt auf die Ampel da vorne an, ja. Diese scheiß Ampel. Ah, die meisten Ampeln sind wirklich lästig, ey. Da habe ich meist das Gefühl, ne, wenn du dann kommst, dass sie einen extra auf Rot schalten, ja. Um dich dann zu ärgern.
so extra schöne Wutausbrüche bekommst, ja. In dir, ja, aber die nicht rauslassen darfst, ja. Weil du ja im Verkehr bist. Wenn du ja halt so einen richtigen Ausrüster dann rauslässt, dann sieht das aber nicht gut aus, wenn die Polizei mit deinem steht. Oder hinter dir. Schmeißt du deine Flasche aus dem Fenster? So, da kommt der Retzke C2. Ah, schön. Ah, mit Mercedes-Stern, ja, endlich. Ja. Habt ihr den noch auf Lager gehabt, den Stern? Ja. Ja. Klar. Klar, Junge. Geht die Tür jetzt wieder nicht auf? Na komm, Omsi. Ansonsten muss ich schon hier die Folge beenden. Ach, guck. Dachte, ich müsste schon den Titel schreiben, Dronner, mit COM 23 auf der 323 nach Herne Bahnhof. Mit Ausfall. Die Insel hätte man auch weglassen können. Boah, Junge. Weiß nicht, ob die alle in der Fahrschule waren oder nicht. Also, wie ich ja weiß, auf dieser Seite gibt es nicht so eine
Insel hier. Und auf der Seite glaube ich auch nicht mehr. So. Dann haben wir jetzt den Endstelle. So, jetzt kommt die Endstelle, meine Damen und Herren. Nächster Halt, Herne, Bahnhof. Die Linie endet dort. So, die Linie endet dort, meine Damen und Herren, wir enden. Ah, die Sonne. Scheiße. Was kommt denn da für ein C2? Komm mal auf für 390. Dauert das lange. So, wollen wir mal. Da steht ein Facelift. Von der HCR. Ja, das steht auch hier richtig gut. Den fahre ich da einfach mal gleich weg. Den übernehme ich mal einfach. Weil ich mache ja hier sowieso Schluss und die Folge ja auch. Haha. So. Ja, sind wir am Ende. Einmal bitte alle. Autsch. Ja. Einmal alle aussteigen, genau. So, der steht hier. Schöner Facelift. Ist der Wagen 63 damals gewesen? Was? 63? Hat er so eine Werbung? Na, okay. Ist auch schon lange her. Der letzte Facelift ist 2021 hier gefahren. Seitdem fahren ja keine Facelifter mehr bei der HCR. Also Gelenk, die hat man alle abgegeben. Warum, weiß ich auch nicht. Mein Gott. Gut, ich bedanke mich für die Folge, sage Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Kim ist Malon. Tschüss.